Da ist ein Opfer. Ein altes Tor voller seltener Runen. Runenschlüssel? Welchen Runenschlüssel habe ich denn? Schlüssel zum Gefängnis, Schlüssel der Wachtbeste. Ah, Schlüssel für den Hintereingang. Okay, was habe ich jetzt geöffnet? Hier, sofort. Den Weg hier runter. Das war die heilige Stätte, oder? Sofort. In der Stadt des Seen befindet sich ein Brunnen mit heiligem Wasser. Dieses Wasser kann Krankheiten heilen und Leben schenken. Die heilige Quelle wird von vier Medusen bewacht, die durch einen Zauber geschützt sind. Um an die Quelle zu kommen, müsst ihr die Medusen schlagen. Ah, I see, I see. Auf meinen Folgt mir. Befehl. Das war sowas. Ja. Folgt mir. Zum Angriff. Okay. Auf mein Vorwärts. Zeichen. Was auch immer es mit diesen Gruftterrors auf sich haben soll. Hier wäre sogar ein Heldenmonument für mich, was praktisch wäre. Auf mein Und Zeichen. los! Gegen die zu kämpfen bringt Mir aber nach! gerade nichts. Und los! Vorwärts! Ich sehe leider gerade die andere Medusa. Achso, du guckst eh in irgendeine Richtung. Aber irgendwo muss hier noch eine Medusa sein. Sehr viel anderer Kram. Ja, jetzt bist du angreifbar. Wenn, dann müsste hier im Süden noch eine sein. Nee, halt, das ist die südliche. Das ist die westliche. Okay, jetzt müssen wir wirklich, wirklich warten, bis sich der Gargoyle einmal bis hierhin gedreht hat. Und er braucht lange, um sich zu drehen. Und ja, mit dem Traumdieb möchte ich es erst aufnehmen, wenn wir eine Heldengruppe zusammen haben. Jetzt guckt er nach da. Das heißt, alle Medusen sind geschützt. Stimmt, das war so. Der Gargoyle schützt die Medusen. Beziehungsweise die Schalen schützen die Medusen und der Gargoyle tut die Schalen, warum auch immer,
Deaktivieren. So, das ist die Medusa hier oben irgendwo, die wir nicht sehen können. Und ja, auch wenn wir den Teil der Stadt der Seelen sehen, den werden wir leider nie erreichen können. Jedenfalls nicht als Phönix. Ja, vorwärts! Träger. Und los! Sofort! Vorwärts! Folgt mir! Na, wenigstens scheint mein... Okay, sie heilt sich immer hoch, weil sie ja noch nicht, genau, weil der sich noch nicht gedreht hat. Jetzt hat er sich gedreht. Jetzt dürfte sie sich nicht mehr heilen. Genau, tut sie auch nicht mehr. So, die beiden Gruftterrors. Genau, das Diamantschwert brauchen wir. Können dann uns hier runterporten und die Dinger aufmachen. Ah, das hier wird schon mal gar nicht mehr aktiviert, weil die Wächterin tot ist. Ja, ich mache denen halt absolut keinen Schaden. So, wenn ich hier jetzt... Das Diamantschwert dazu benutze, den Kristall zu zerschlagen. Der Kristall zerspringt in 1000 Stücke, aber auch das Kristallschwert hält den Schlag nicht aus und zerspringt. Ja, so ist es aber... Die Wächterin am Tor nicht mehr geschützt.
So, hier ist auch noch Zeug drin. So, dann erstmal die Wächterin, weil die sollte gleich ungeschützt sein, wenn er sich noch einmal dreht. Genau. Oh, ein Herz. Bereit. Und los. Zur Ehre Aonirs. So, er guckt immer noch in die Richtung. Okay, jetzt guckt er da lang. Das heißt, ich schweife mal ab und töte erst die Wächterin hier oben. Zeit zu sterben. Ja. So, Questbuch wurde aktualisiert. Ja, haben wir schon abgeschlossen, die Quest. Zurück mit euch! Okay, die noch tot kriegen. Auf mein Vorwärts. Kommando. So, und folgt dann würde ich sagen, gehen wir mal an die Quelle und speichern hier mal. Also es ist Zeit für einen Cut. Also wieder das Backup überspeichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.